Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen, neues Video von MS Lati, wieder zurück mit Assassin's Creed 4 Multiplayer Artefaktangriff. Wie lange ich das einfach nicht mehr sagen konnte, durfte. Na, durfte schon, aber. Ich meine, mal ganz ehrlich, als ob man so einen Spruch einfach so auf der Straße sagt. Und, na, ich meine, kein Wunder, wenn ich keine Videos mache. Es sei denn, man trifft so einen Kev1G und da sagt er, oh mein Gott, bist du's wirklich? LMS Clunty und so, was? Gut, auf jeden Fall, im Hintergrund natürlich Assassin's Creed. Ich habe ja gesagt, ich mache keinen Assassin's Creed Content mehr, wollte mit Overwatch anfangen. Ja, manchmal ist das so, dass Leute, die YouTube-Videos machen, etwas sagen, aber eigentlich dann genau das Gegenteil von dem machen, was sie sagen oder gesagt haben. Weil ich so, zum Beispiel, wie ich ja immer sage, ja okay, ich habe Bock auf das Video, ich will noch die Rubrik anfangen, oh mein Gott, da kommt auch noch was. Wie soll ich mit dem Abschiedsvideo von AC und was weiß ich was, es wird irgendwie alles nicht kommen. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt nur noch AC-Content hochlade, vielleicht passiert das nicht. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich damit weitermache oder dass ich irgendwie jetzt mit diesen LRSV-Videos weitermache, diese Live-Reaction-Short-Clip-Videos, weil dafür habe ich zu wenige Live-Reactions von mir. Aber ich zock wieder Assassin's Creed, wie wahrscheinlich manche von euch bemerkt haben, bin oft in Mashups unterwegs, krieg meine Tretmine, was? Ich springe in die Tretmine rein, krieg aber mein Cheat nicht raus. Und ich werde halt immer so ein bisschen was im Gameplay sagen. Ich habe jetzt auch mal die ganzen Death-Animations hier rausgenommen. Ich bin halt etwas öfter gestorben diese Runde. Es ist auch nicht die krasseste Runde, muss ich sagen. Sie hat auf jeden Fall richtig Bock, mit einer Katana anzugreifen. Ist einfach nur sick, finde ich. Und, also ich auf jeden Fall auf keinen Fall kacke. Mir hat sie mega Bock gemacht. Und deswegen wollte ich sie mal hochladen. Und einfach ein bisschen was dazu labern. Wie gesagt, ich werde so ein bisschen was erzählen, so, gell. Und so ein bisschen was zum Gameplay lernen, weil da gibt es so ein, zwei Szenen, wo ich einfach was sagen muss, weil die einfach so komisch waren. Und ja, wie gesagt, ich werde jetzt auf jeden Fall nicht sagen, dass jetzt in nächster Zeit hier das oder jenes kommt, sondern ich werde einfach machen, dann habe ich nicht so viel Druck. Und ich hasse es nämlich so, irgendwie Druck zu haben und mir so zu sagen, ja okay, jetzt hast du das gesagt, jetzt musst du das auch machen und dann mache ich gefühlt einfach gar nichts. Ja, so ist es dann halt im Endeffekt und deswegen versuche ich jetzt einfach drauf loszumachen, Video. Aber ich muss auch dazu ganz ehrlich sagen, dass ich in letzter Zeit wenig Zeit hatte. Ich meine, ich habe das schon öfter gedacht. Ich habe das auch zu Ben, also jetzt zu Snake Whisperer, gesagt, dass, ja, wenn du arbeitest, komm, da sollst du doch ein bisschen Zeit haben. Also pro Tag, alle zwei Tage, ein bis zwei Stunden, was weiß ich was. Und jetzt arbeite ich, währenddessen U-turne ich, aber den Jungen muss man U-turnen. Jetzt arbeite ich und habe halt die letzten paar Wochen so viel zu tun gehabt. Ich habe wirklich irgendwie zwei bis dreimal die Woche habe ich gezockt oder so und das war es eigentlich. Wenn überhaupt, ich war auch drei Wochen lang, war ich über die gesamte Woche in Belgien und habe dann am Wochenende nur Zeit gehabt zu zocken und das hatte ich halt mega Bock eigentlich schon und da war ich am Wochenende war komplett platt und habe dann halt ein bisschen gezockt hier und da, gell. Und ich habe mir auch so viele neue Games gekauft und davon habe ich gefühlt die Hälfte nur gezockt, wenn überhaupt. Oh Mann, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin bei AC wieder dabei. Ich weiß jetzt nicht für wie lange, aber ich habe coole Leute, mit denen ich zocke, muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht richtig Spaß mit denen. Und deswegen, finde ich, kann man auch richtig gut dabei bleiben. Da hat man mal hier und da eine geile Szene, was weiß ich was. Und ja, man versteht sich einfach mit den Leuten gut. Und es sind halt einfach oftmals nicht so Leute, die dann sich so brutal aufregen, alles bannen wollen, dies, das, gell. Und sowas, das war auch so ein Grund, weshalb ich dann auch aufgehört habe. Weil es mich genervt hat. Aber ja, es gab so ein paar Gründe, weshalb ich aufgehört habe. Und ich möchte jetzt auf jeden Fall wieder bisschen zurück ins Game kommen. Wird natürlich ein bisschen dauern, hier erstmal ein schöner Agro-Sun gegönnt, ne? Ich mache noch genügend Fehler, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mich nervt es an manchen Stellen, aber keine Ahnung, weil man halt nicht jeden Tag zocken kann oder auch nicht jeden Tag AC zockt. Ich fand mal, dass ich um einiges besser war, aber es geht noch. Also ich kann schon mal sogar ein paar ganz coole Clips aufnehmen, was weiß ich was, und hier auch das Video, wo ich nicht unbedingt so viel reiße, ne? Aber, ja, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, es hat einfach mega Bock gemacht. Und ja, wie sieht es mit der Zukunft meines Channels aus? Das wollte ich natürlich auch sagen. Wie gesagt, ich lade halt gerade ein AC-Video hoch, weil ich einfach so mega Bock hatte. Genauso möchte ich es jetzt auch weiterhin machen. Ich möchte einfach das machen, worauf ich Bock habe. Und ich finde, wenn man bei sowas bleibt, kann man auch länger Videos machen und wird nicht einfach so abgeschreckt, wie ich es ja auch gerade eben schon erwähnt habe. Ja, was soll ich denn noch sagen? Genau, geiles Knife übrigens und sicke Animation, muss ich sagen. Und ich weiß ja, dass voll viele Leute von euch noch auf Videos warten und dies, das. Aber jetzt lasst mich erstmal wieder anfangen und stresst mich nicht wieder, okay? Spaß. Okay, eigentlich wurde ich noch nie von euch gestresst. Finde ich auch richtig cool. Danke dafür.
Ich habe nämlich vor kurzem eine Anfrage gekriegt von dem guten Darkness Hunter. Hier, Shoutouts to you, bruh. Der mir gesagt hat, ey, ich wurde hier von einem Schlangengeflüster angesprochen. Ihr wisst, wen ich meine. Der war so bad. Jetzt war er so richtig bad, gell? Ich wurde hier von so einem Schlangengeflüster angesprochen von der Seite und der meinte, dass so wenig in der AC-Community los ist. Und ja, ich habe mir einfach gedacht, komm, machst du mal ein Video, das ist jetzt auch schon wieder 2 Wochen her und hier erstmal schön gewiped. Ohne Witz, ihr hättet mich da hören müssen, ich habe da einfach mich so aufgeregt. Es recht, es spielt so wenige Leute mit Wipe, ich meine, ich spiele auch mit Wipe, gell? Aber es war einfach so unlucky und damit habe ich nicht gerechnet und das sind halt wieder hier und da so Sachen, gell? Auf jeden Fall. Und der hat mich darauf angesprochen, hat mir gesagt, ey, mach doch mal wieder ein Video-Commentary. Ja, ich meine, wieso nicht? Da gibt es nämlich ein paar Themen. Ich habe jetzt nur noch 3,5 Minuten, habe jetzt ein bisschen um den heißen Brei geredet. Aber kommen wir jetzt auch noch zu dem Punkt, den ich unbedingt ansprechen wollte. Und zwar das Video, was Low Frequency Bass und Lights Video hochgeladen haben. Vielleicht auch noch 1, 2 mehr. In dem der Eye the Huntsman ein bisschen was redet. Mit seinem sicken Englisch. Easy. Muss ja sein. Easy incoming. Und lol. Das war jetzt nicht irgendwie mies oder so, gell? Das wollte ich jetzt. Das war jetzt nicht so negativ. Sollte nicht so negativ rüberkommen, wie es gesagt war. Aber ja, hier von wegen, da wo es diese in den Ubisoft-Forums irgendwas passiert ist, dass so irgendwer gemeint hat, was auch schon ein bisschen älter ist, um ehrlich zu sein, dass ja, dass wir mal sagen wollen, warum wir den alten Multiplayer wieder haben wollen oder sowas in die Richtung. Ich werde es auf jeden Fall in die Beschreibung packen. Erstmal werde ich in die Beschreibung packen den Link zu dem Video von Lightsweetie und Low Frequency Bass. Und dann werde ich natürlich auch noch zu dem Forum den Link reinschicken. Ich habe da bis jetzt noch nichts drunter geschrieben, aber wie gesagt, ich habe auch, wenn ich Zeit habe, dann vergesse ich das halt manchmal. Ich werde das auf jeden Fall noch machen, weil ich finde, das ist eine coole Sache. Es ist so ähnlich wie mit der Petition von Silly Sin im Endeffekt, ne? Aber ja, keine Ahnung. Man kann es ja immerhin versuchen. Ich meine, ich will halt auch nicht aufgeben, weil, wie gesagt, Multiplayer macht ja Bock. Ich hatte mir auch schon überlegt, über so Sachen zu reden, was den Multiplayer betrifft, warum der Multiplayer, was den Multiplayer eigentlich wirklich breakt. Da habe ich auch so viel zu labern, jetzt mal ohne Witz. Und ich muss einfach mal schauen. Und ja, auf jeden Fall, ich würde euch da auch drum bitten, dass ihr auch mal was dazu schreibt. Oder vielleicht schreibt ihr auch in die Kommentare, was ihr so geil an Assassin's Creed findet und warum der Multiplayer wieder da sein sollte. Und natürlich, was man im Multiplayer ändern könnte. Das hatten wir schon, glaube ich, ein paar Mal das Thema. Aber einfach nur, dass es jetzt so ein bisschen refreshed wird. Jetzt, wo ich versuche, wieder Videos zu machen, selbstverständlich. Ich habe auch die alte Musik von damals behalten, die ich da angefangen habe zu verwenden und so. Damit ihr mich noch erkennt. Vielleicht beim nächsten Mal neue Musik, mal schauen. Und das heißt, ich werde ein paar Links in die Beschreibung packen. Natürlich die Musik, das wollte ich auch noch erwähnen. Leute, wenn ihr irgendwie Musik in euren Videos verwendet, wollte ich schon so oft sagen, bitte verlinkt die Artists und die Plattform, Social Media Plattform und sonstiges von den Leuten, weil die haben so geile Arbeit gemacht. Die Musik ist so geil, die manche erstellen, gell? Und dafür kann man für die auch ruhig mal Werbung machen, würde ich sagen. Ganz kurz zu der Szene jetzt, so zum Abschluss. Wie ist das jetzt passiert? Katana war direkt vor mir, hatte das Artefakt, gell? Und jetzt schaut mal, wo der ist. What? What the fuck, was macht der da hinten? Sorry für das kleine Übersteuern, gell? Aber wie ist der plötzlich nach da hinten gekommen? Ich meine, er hat auch irgendwie nichts geschrieben von wegen so. Und keine Ahnung. Ich habe das einfach nicht verstanden. Egal, auf jeden Fall, Katana Irak hat richtig Bock gemacht, mit dem anzugreifen. Hat auch richtig Bock gemacht, jetzt mal wieder ein Commentary zu machen. Dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Gebt ihr Video nochmal nach oben. Wenn ja, wenn nein, gebt ihr Video nochmal und dann schreibt in die Kommentare. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ah, das hat so perfekt gepasst. Es hat geklappt. Peace.